Wenn du wirklich glückliche Menschen oder in erster Linie, weil das hier auch um Flirten geht in diesem Kanal oder in erster Linie um Flirten geht, glückliche Frauen und auch positiv, wie soll man sagen, Frauen mit einem positiven inneren Szenario oder mit einer positiven inneren Energie anziehen willst, dann musst du selber positiv sein und glücklich sein. Und in allererster Linie bedeutet das, du musst auch dafür sorgen, dass du glücklich bist. Und wie schaffst du es jetzt, glücklich zu sein? Es gibt super viele Leute, die einfach den ganzen Tag oder viele Teile ihres Tages damit verbringen, sich mit anderen zu vergleichen und zu schauen, was hat der, was ich nicht habe. Ja, zum Beispiel, die dann zum Beispiel auf so ein Boot drauf schauen würden, was hier gerade durchgefahren ist, ne, und sich dann sagen würden, boah, warum bin ich jetzt nicht auf diesem Boot? Warum bin ich jetzt hier nur am Rand? Ne? Oder die irgendwo auf Facebook sind, den Großteil ihres Tages, und sich dann fragen, Mann, warum sehe ich denn überall diese geilen Bilder und diese geilen Erlebnisse und diese coolen Selfies von Leuten, die gut in Shape sind und so, und warum bin ich da nicht? Oder die sich vielleicht auch jetzt gerade, wenn sie dieses Video sehen würden, nicht denken würden, boah, was für eine coole Location und geil, dass er sich die Mühe macht, hier mir ein geiles Video zu machen, wie ich glücklicher sein kann, sondern die sich dann denken würden, warum bin ich nicht da? Ja? Und das sorgt dafür, dass dein Fokus einfach darauf ist, warum du unglücklich sein solltest. Das ist auch, warum dein Fokus dann darauf ist, was du nicht hast und was dir nicht gefällt und was nicht gut ist an deinem Leben und wofür du nicht dankbar bist oder wofür du einfach nicht happy bist. Und wenn du aber diesen Fokus wirklich mal von diesen Dingen wegnimmst und das mal aus einem anderen Licht betrachtest, ja, wenn du es mal aus der Seite betrachtest, so, wofür kannst du denn dankbar sein? Selbst wenn du jetzt gerade nicht in der Form deines Lebens bist oder selbst wenn du jetzt gerade zwar vielleicht gut Geld verdienst, aber keine Frauen hast oder wenn du jetzt zum Beispiel gerade nicht den Buddy hast, den du eigentlich gerne hättest und du denkst auch noch, scheiße, ich bräuchte das irgendwie auch für die Frauen oder so, whatever, ja. Oder wenn du jetzt gerade aus einer Situation kommst, wo du gerade erst Schluss hast mit deiner Ex-Freundin und bist ein bisschen abgefuckt oder tausend andere Szenarien, ich muss ja jetzt nicht alle Beispiele nennen, du verstehst, glaube ich, was ich meine, dann gibt es immer noch einen Haufen Dinge, wofür du dankbar sein kannst, wie zum Beispiel, dass du gesund bist, ja, oder dass du als Mensch, der deutsche Sprache beherrscht, auf die Welt gekommen bist, ne? Weil zum Beispiel ein wirklich großer Teil des ganzen Planeten lebt in Armut oder ein großer Teil der Menschen lebt irgendwo, wo gar nicht großartig die Möglichkeiten vorhanden sind. Ja, die haben noch nicht mal großartig Internet oder die haben gar keine Möglichkeit, einfach mal den Hahn aufzumachen und einfach dort das Wasser aus dem Hahn zu trinken. Diese Möglichkeit hast du. Du hast so viele Dinge, die deine Chancen verbessern. Ja, du hast jederzeit die Möglichkeit, einfach alles Wissen, was du brauchst, um all deine Ziele erreichen zu können, die du willst, einfach so aus dem Internet zu ziehen. Ja, du hast einen Internetzugang, du hast die Möglichkeit, auf YouTube Sachen zu konsumieren, die du selber aussuchst. Du hast die Möglichkeit, jedes Buch zu lesen von erfolgreichen Leuten, die dir sagen, wie sie es gemacht haben, damit du es nachmachen kannst. Du hast die Möglichkeit, einfach so direkt auf deinem Handy wirklich das gesamte Wissen der Menschheit, so was im Internet konserviert ist, einfach aufzusaugen. Du musst da nicht unbedingt irgendwie auf Pornoseiten damit surfen oder du musst damit auch nicht irgendwie auf 9gag hängen, um deine Zeit zu verschwenden oder auf YouTube irgendwelche Prank-Videos schauen, sondern du kannst damit tatsächlich wirklich alles, was du brauchst, zusammennehmen, das ganze Rezept, um dein Leben wirklich so zu gestalten, wie du willst. Also es gibt wirklich viele, viele Gründe, wofür du dankbar sein kannst. Und wenn du mal deinen Fokus darauf legst und nicht darauf, was du nicht hast und dich nicht unnötig vergleichst mit anderen, sondern dich nur mit dir selbst vergleichst und dich fragst, hey, bin ich besser als gestern? Und wenn die Antwort ja lautet, dann ist schon mal gut. Und wenn die Antwort nein lautet, kannst du immer noch dankbar dafür sein, für die Erkenntnis, dass du das jetzt hast und ab jetzt wieder daran arbeiten kannst, besser zu sein als gestern. Wenn du den Fokus darauf legst, und wenn du ihn darauf legst, was du dadurch alles erreichen kannst, was du alles an eine Fülle an Möglichkeiten hast in deinem Leben, was für eine Freiheit du hast, wie viel Wahl in deinem Leben ist. Ja, du kannst dich entscheiden, dafür alles Mögliche zu sein. Du hast so viel Potenzial. Dann bist du auch wieder dankbar und dann hast du auch wieder die Möglichkeit, wirklich darüber zu meditieren. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du dich hinsetzen musst und 20 Minuten lang darüber nachdenken musst, wie dankbar du bist. Das reicht einfach eine Minute, ja, wo du einfach mal darüber nachdenken kannst, was ist gerade gut in deinem Leben. Ja, wofür bist du glücklich? Selbst wenn es nur ist, dass gerade nichts gut läuft, und du aber zumindest jetzt gerade erkannt hast, dass du dich darauf fokussieren kannst und dass es dir auch wieder ermöglicht, wirklich zu wachsen. Allein das, ja, könnte dich schon wirklich dankbar machen. Und wenn du dich wirklich darauf fokussierst, wofür du dankbar bist, dann hast du keine Zeit dafür, dich darauf zu fokussieren, warum du unglücklich sein solltest. Und dann vor allem bist du auch nicht unglücklich. Und dann ziehst du auch wieder glücklichere Menschen in dein Leben und sendest vor allem auch wieder glücklichere Vibes aus. Du kennst das vielleicht auch, Leute, die sich die ganze Zeit nur beschweren, die ganze Zeit nur sagen, was alles schlecht ist, was alles kacke ist und wofür sie sich abfacken und warum das nicht läuft und dass die anderen alle Schuld haben und dass die Situation kacke ist und die Frauen sind kacke und keine Ahnung was und das Essen ist zu teuer, das Gesunde. Leute, die dauernd nur Ausreden haben und sich dauernd nur beschweren,
die senden eben auch so eine unglückliche Energie aus. Ne? Wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, dann merkst du das auch, wie das auf dich abfärbt. Und dann merkst du auch, dass du mit denen wirklich nur längere Zeit aushältst, wenn du denselben Scheiß glaubst. Wenn du dich aber nicht mit diesem Zeug infizieren lässt, wenn du selber jemand bist, der eigentlich lieber die Welt positiv sehen möchte, dann siehst du eben auch, du hältst es mit solchen Leuten gar nicht lange aus. Und deswegen, um das mal umzudrehen, musst du auch verstehen, wenn du so bist, dass du dich auf das Negative fokussierst, wirst du auch nur die negativen Leute wirklich längerfristig in deinem Leben halten können. Es sei denn, du schaffst das relativ kurzfristig, da wieder rauszukommen und hast mal halt einen Durchhänger, aber kommst dann wieder nach oben. Und wenn du aber positiv bist, dann wirst du auch viel mehr die Leute, die selber so sind, in deinem Umfeld halten können. Das heißt einfach, fokussiere dich darauf, wofür du glücklich bist. Fokussiere dich darauf, wofür du dankbar bist. Fokussiere dich nicht darauf, was du nicht hast und wo andere im Vergleich besser abschneiden, sondern nimm es als Inspiration. Wenn du ein kleines bisschen bist wie ich, dann siehst du nicht Leute, die mehr haben als du oder besser sind als du oder mehr geschafft haben als du oder mehr Geld haben oder bessere Frauen haben in ihrem Umfeld oder coolere Leute haben in ihrem Umfeld und denkst dir dann, was für ein Arschloch, der hat bestimmt nur Glück gehabt oder wow, das fuckt mich jetzt ab, weil ich das nicht habe, sondern dann bist du inspiriert. Dann bist du wirklich jemand, der dann sagt, Mann, da will ich auch hin. Geil, dass der das geschafft hat, zeigt mir, dass ich das auch kann. Und das ist das richtige Denken. Und wenn du das wirklich hast, dann bist du auch wirklich happy genug, um die richtigen Leute anzuziehen. Und wenn du so jemand bist, der nicht nur happy ist, sondern auch sagt, hey, ich würde gerne wirklich mich mehr mit positiven Leuten umgeben, die mich noch dankbarer machen und ich würde gerne wirklich diese Möglichkeiten auch nutzen, dass mir Leute wirklich von allen möglichen Ecken her diese Infos geben können und das Wissen weitergeben können, das mich an mein Ziel bringt. Und wenn du jetzt noch jemand bist, der auch noch sagt, hey, ich möchte an meiner Frauensituation arbeiten, ich würde gerne genau die Frauen kennenlernen oder genau die Frau in mein Leben ziehen, die ich wirklich will, dann kann ich dir anbieten, hey, ich mache seit 10 Jahren nichts anderes als Männer erfolgreich bei Frauen. Du kannst dich sehr gerne hier unter dem Video auf dem Link im Beschreibungstext für ein Beratungsgespräch eintragen oder hier oben auf das dicke i, was wir hier einblenden, ja, für ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir, wo wir darüber sprechen werden, wie ich dich im Rahmen von meinem Mentoring-Programm ebenfalls dahin bringen kann, dass du nicht nur ganz genau weißt, wie das geht, sondern auch tatsächlich das Ganze mit einer gewissen Happiness innerlich machst und auf eine authentische und ehrliche Art und Weise. Ja, so dass es nicht so ist, boah, wenn ich dann endlich mal die Frau habe oder die Frauen in meinem Leben habe, dann bin ich happy, sondern dass du schon auf dem Weg dorthin das auf eine happy und auf eine geile Art und Weise machst, boah, bei der du auch dankbar bist und bei der du auch gerne diesen Weg begehst. Ich helfe dir auf jeden Fall sehr, sehr gerne dabei. Aber unabhängig davon, ob du dich dafür entscheiden wirst oder nicht, fokussiere dich bitte einfach auf das, was dich glücklich macht und auf das, was du hast und auf das, was du willst und auf das, was dich inspiriert und auf das, wofür du dankbar sein kannst. Denn dann wachst du morgens schon ganz anders auf, begehst deinen Tag ganz anders und dann siehst du auch nicht so einen Ort, an dem du vielleicht gerade selbst nicht bist und denkst dir, shit, warum bin ich da gerade nicht und ärgerst dich, sondern dann siehst du das und denkst dir, Mann, da könnte ich auch sein. Geil. Dann hast du wieder Ziel, hast wieder Inspiration und bist auch wieder happy und das ist es, was ich dir wünsche. Viel Erfolg dabei.